Boris ist zurück aus dem Karibikurlaub und vielleicht auch bald in der Downing Street Number 10. Zumindest steht der britische Ex-Premier laut eines Parteikollegen in den Startlöchern für eine erneute Kandidatur um das Amt an der Regierungsspitze. Johnson sei bereit und wolle antreten. Die Konservativen wollen die aktuelle Regierungskrise möglichst schnell beenden und haben ein Schnellverfahren angekündigt, sodass die Nachfolge auf Liz Truss spätestens am kommenden Freitag feststehen soll. Die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Penny Mordaunt hatte schon am Freitag ihre Kandidatur angekündigt. Als einer der aussichtsreichsten Bewerber gilt der ehemalige Finanzminister Rishi Sunak, der über den nötigen Rückhalt in seiner Partei verfügt. Um ins Rennen für den Spitzenjob zu gehen, brauchen Kandidaten den Rückhalt von mindestens 100 Parlamentariern. Sunak als auch Boris Johnson haben genügend Unterstützer beisammen. Aber noch bis Montagnachmittag können Nominierungen eingehen.